Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Monster Hunter Stories 2, Wings of Runes. Ja, wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und nochmal herzlich willkommen zurück bei der heutigen Demo und meinem wahrscheinlich nächsten großen Projekt neben World's End Club. Ich spiele Monster Hunter Stories 2. Ich bin ja generell ein Riesenfan der Monster Hunter und es ist ja wohl kaum ein Geheimnis, dass ich dann mir auch die Vollversion holen werde. Ja. Neues Spiel. Also, kurze Erklärung, was Monster Hunter Stories ist. Das ist so gesehen Monster Hunter, nur als RPG. Und gib mir jetzt ein paar Minuten, ich muss kurz meinen Charakter erstellen. So Leute, ich bin zur Abwechslung mal fertig. Hab ein bisschen gebraucht, aber das ist mein Char, den ihr hier sehen könnt. Dem werde ich das ganze Let's Play über haben. Wenn ich den nicht nochmal machen muss. Und hier auch dürft einmal kurz die Stimme hören. Ja, so klinge ich dann jetzt. Und der ist natürlich Shining. Ich hoffe, dass ich die Daten von der Demo ins Endspiel übernehmen darf. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Aber jetzt halte ich, glaube ich, erstmal kurz die Klappe. Ihr seht es ja sowieso, wenn ich auch ohne Mikrofon rede, weil der labert dann immer noch, kann ich auch reden. Bitte sing für mich. Danke. Eine wunderschöne Stimme. Alles als beide. Nehmen wir eigentlich auch den eigenen Charakter irgendwo da drunter? Oh, ich würde da gerne mit rumtrommeln. Boah, Feuertänze. In Real Life habe ich sowas, glaube ich, ein einziges Mal gesehen. So ein Feuertanz. Ich selbst würde mich sowas nie trauen. Ah, da ist mein Char. Ey, sowas ist ja auch mega gefährlich. Das ist das Schöne an dem Spiel, man kann die Monster sammeln, die es im Monster Hunter gibt. Also, ich weiß nicht, ob die Viecher von Rice hier mit dabei sind, aber wenn... Magnamalu, du wirst mein. Ich werde euch alle versklaven. Nein, ihr werdet meine besten Freunde wie bei Pokémon. Ich werde nicht noch verschlafen. Oh, Fuß. Oh, Stille. Genau, lauf schneller! Wegen Rathalos. I'm so glad you're still alive. Der sieht aber nicht so gesund aus. Überhaupt nicht.
hat er denn überall Moos an sich dran? Ach, das ist, glaube ich, der Rathalos aus dem ersten Spiel. Ja, das ist so gesehen Monster Hunter Stories 2. Und ein Ei, das ist wahrscheinlich hinterher für mich. Es ist ja auch so interessant, bei Stories sind die Monster alle sehr viel friedlicher als bei Monster Hunter selbst. Hey, das Ei hast du dir gerade freiwillig gegeben. Hold on. Something's not right. This is bad. Hurry up! Ach, das sind einfach ein Jäger, die da gerade angreifen. Die wollen das wegen irgendeiner Mission jagen. Als wären ich und Sunny dort und wollen es schlachten. Nein, tu es nicht, Rathalos, ich schlachte dich. Ich hoffe, der lebt noch. Sonst wird das kein netter Mensch. Der Junge. What is this? Das Wasser ist blutrot. This is a bad sign. Leute, wir gucken hier tatsächlich keinen Film. Das ist immer noch das Intro. So, das Video hier wird wahrscheinlich ein bisschen länger als die anderen. What? What's happening? Keine Ahnung, aber das werden wir rausfinden. Monster Hunter Stories 2. Das Spiel, was wir heute spielen. Das ist das Dorf Mahana. Dem Felines. Ich überspringe mal nicht. Also ich will mindestens einen Kampf haben in diesem Video. Mindestens. Why did you enter the sacred mountain without our permission? Why? A dangerous Rathalos lives there. Don't you think you should have mentioned that? What do you mean, dangerous? The Rathalos that inhabits the sacred mountain is Guardian Ratha. He protects this island. Huh? The people it injured might say otherwise. That's Jäger gegen Eingeborene. So you're saying we should stand before a monster unarmed? This is a rider's island. Brandishing weapons at Guardian Ratha is an unforgivable act. Also die leben ja auch im Einklang mit den Monstern, im Gegensatz zu anderen Orten. Have you all lost your collective minds, idolizing a wild Rathalos? Give me a break. I'll give you a break, all right. Okay, that's enough. Knock it off, both of you. The main reason we invited Hunter to our island's festival was so that we could foster a little goodwill between us. Kana's right, besides. There are children listening. Please calm yourselves. Ich habe mir extra diesen Katzenbund gegeben, falls irgendwer fragen will, yes, weil ich es einfach knuffig finde. Well then, let's listen to the hunter's point of view, shall we? Why would you call Guardian Ratha dangerous? Because we were tipped off. Razewing Ratha, the monster with the wings of ruin, lives on this island. The wings of ruin? Mm. Yes.
It's said that a beat of its wings can bring about waves of destruction. Diesen Verwesungsvieh kenne ich nicht. Do you know about the wings of ruin? Verderben, Entschuldigung. I've never heard of them. Ah, yes, the wings of ruin. Legend has it that a long time ago, a Rathalos born in this region brought terrible chaos and destruction to our world. Oh. But that's only a legend, right? Who can say? In any case, our top priority right now is to determine the cause of these strange happenings. Yes, of course. Why did the ocean change color? What was that light? Das war wirklich merkwürdig. Warum war das Meer rot? So much we don't understand. Let's organize an expedition team and survey the area. You got it. Darf ich jetzt endlich spielen? Bisher habe ich nur zugeguckt. Hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich glaube, jetzt darf ich. You want to join the ich lese übrigens too? Nicht vor, weil die es selber aussprechen. Das ich habe es extra auf Englisch gestellt. Für alle, die Englisch können ja zuhören. Und keine Sorge, ich habe es schon gesehen. Ein Moment. Ich habe mich mal, damit ihr den Text besser lesen könnt, auf die rechte Seite gepackt. Außerdem kann ich mir so ins Gesicht sehen. I don't know. This could be dangerous. And this kid only just became a real rider. Ja, so verdecke ich den Text nicht. Okay. So können wir spielen. Ich bin heute erst ein Rider geworden. You're worried about Guardian Ratha. Natürlich mache ich mir Sorgen um die Wächter Ratha. Ich weiß, dass das erste Monster, was man kriegt, ein kleiner Rathalos ist. Wenn ich mich richtig informiert habe. Your grandfather Red was a fine, upstanding rider. He okay. led our tribe and protected the island alongside Guardian Ratha for many years. Damit ist der Charakter aus Monster Hunter Story 1 gemeint. I sure wish he was still around now. I bet he'd know what to do. Keine Sorge, wir lösen das hier. Chief Gar, ich freue mich schon darauf. Sure about this? It's a big job to dump on a rookie's shoulders. Not to worry, Kana. You'll go together. Oh, ich hab sie an meiner Seite. Hoffentlich tritt sie mir nicht in den Hintern. Use the experience to learn what you're capable of. Aber das wirkte nicht so, als ob sie die schwache Art von Frau ist. So, I'll be a teacher? Bitte nicht. Something wrong? No way! It sounds kind of cool, actually. Es kann sogar sein, dass ich die Demo in einem durchmache, ne? Also entweder, dass ich bis zu einem bestimmten Punkt hier die Demo mache, okay. Oder halt wirklich komplett durchziehe. You'd better keep up, newbie. Das würde dann aber auch tatsächlich dann ein Einteiler sein. Obwohl, ihr seht es ja sowieso an der Videolänge. First things first. Go change into your rider gear. Klar, gerne. Hätten nicht, darf ich spielen. Nein, ich darf doch. Warum habe ich den Controller überhaupt in der Hand? Oh, wow. You look keine Sorge, Leute. Man kriegt noch andere Rüstungen. Man kann sich die alle wie bei dem anderen Monster Hunter selber basteln. Meet me at the stables when you're ready. Sie was? Ein Moment. We'll start with rider rule number one. Autofortlauf an. Ich darf spielen! Geburt eines Riders, ein ominöses rotes Licht blitzt in der Nacht des Festivals. Die Beschützer der Insel, der Wächter Ratha, verschwindet. Was könnte diese seltsamen Vorgänge verursachen? Oberhaupt Gaara weist die Riders Service an, der Sache nachzugehen. Und so machst du deinen ersten Schritt als Rider. Ja, wie man sich bewegt, ist ja wohl klar. Sprechen A, Ziele bestätigen, oben rechts. Und in meinem Bett oder im Haus kann ich meinen Spielstand schalten. Oder jeden Katzenwandstand. Wahrscheinlich irgendein Punkt, wo eine Feline ist. Ich darf spielen! Das hat nur 15 Minuten gedauert. Also, genau genommen,
Hat 20 Minuten gedauert, wenn man die Charaktererstellung mitzählt. So, ich muss mit keiner reden. Die soll da hinten sein. Hab ich Geld? Warte mal, ich will Inventar sehen. Ich probiere mal gerade jede Taste aus. Ah, okay. Ich habe schon mal die Taste für die Karte gefunden. Ey, das ist jetzt doof. Jetzt verdecke ich den Text nicht mehr, aber ich kann immer eben kurz beiseite schieben. Ich entdecke jetzt die Karte. Ich glaube, ich schneide lieber doch ein bisschen Text ab, als dass ich die Karte komplett blockiere, weil ihr braucht die ja. Einen Moment. So, ich hoffe, ich verdecke nicht so viel. Also, lieber ein bisschen Text, als dass ihr überhaupt nicht die Karte sehen könnt. Und ich würde halt wirklich gerne wissen, Inventar. Irgendwie muss man doch ins Inventar gucken können. Okay, ist das einer dieser Katzenstände? Ich muss auch zugeben, das erste Stories, das konnte ich nicht selber spielen, weil ich da kein Geld für hatte damals. Da habe ich mir dann einfach ein Let's Play zu angeguckt. Aber das hier, das will ich halt spielen. Took you long enough. Ich will kämpfen. You need to lighten up, newbie. It'll be fine. You've got Red's jeans, don't you? Not to mention, I'll be by your side. You're überhaupt nicht abgehoben. A top-notch rider in no time. Yeah, that's the spirit. Let's get started. Rider rule number one. Riders form bonds with monsters, and they in turn become our monsties. Which reminds me, you still don't have a monstie, right? Nee. The first step is to go out and hunt for an egg that'll hatch one. Ich muss nur ein Ei mitbringen, ne? Das habe ich ja mit Sunny und Kai schon geübt. This here is Ronmar. He's a bit wild, but once you get the hang of riding him, he won't lead you astray. Oh, brav. Du frisst mich nicht, ne? You know, newbie, seeing you takes me back to the time when I first rode a monstie. Okay. Anyway, enough about me. There's something very important I need to tell you. Monsties are like an extension of our bodies, you know? They take us wherever we want to go. Okay. But they're not to be manipulated. Ja, ich werde die nicht they're manipulieren. Living creatures. You could even say they're our best friends. You need to care for them. And always Sunny remember, ist dein Futter. Sunny ist dein Futter. Sunny ist dein Futter. Okay. As long as you understand that, you're set. Here, take this. Your rider's notes. Ich glaube, jetzt kriege ich mein Inventar. You can find helpful info about monsters and all the rider fundamentals. Danke. Try opening the menu to read all of your notes. Now that we've got that settled, it's also time jetzt to go ich endlich ein Menü. I can't wait to get started. Eine Frage. Wo ist überhaupt mein Haus? Keiner, ich weiß, ich wohne hier, glaube ich, vom Aussehen her 15, 16 Jahre. Ich tippe nur auf diese Zahl. Ein Moment. Aber ich weiß halt trotzdem nicht, wo im Dorf ich wohne. So, mit X kann ich jetzt mein Menü öffnen. Da finde ich allerlei Hinweise. Das Video ist mindestens eine halbe Stunde lang. Vor allem, weil ich Sequenzen nicht rausschneide. Sequenzen sind zu wichtig. Also, vier Sachen haben wir noch. Hier können wir später wahrscheinlich die Eier ausbrüten. Und hier haben wir wahrscheinlich später auch die Monster. Ich kann mir vorstellen, hier Objektherstellung. Und hier Aufträge. Das kann ich mir alles so gut vorstellen. Ich rate nur, ich weiß es nicht. Also bisher habe ich nur Ranma und der hat Stufe 1 mit 65 Leben. Ich werde immer irgendwas verdecken, aber Hauptsache ich verdecke die Karte nicht. Ihr seht es nicht, aber warte mal, einmal kurz ziehe ich mich weg. Guckt, hier ist Ausrüstung. So, jetzt habt ihr das gesehen. Was haben wir denn überhaupt für eine Ausrüstung? Ein Eisenschwert. Ich glaube, es ist nicht besonders wichtig, mit was für einer Waffe ich reingehe. Weil im Gegensatz zu Monster Hunter ist das hier halt wirklich ein RPG. Und ich werde mich nicht selber steuern. Im Kampf.
Soweit ich das weiß. So, hier haben wir nochmal die komplette Karte. Kann ich hier drauf mein Haus sehen? Gebetstopf? Da ist mein Haus. Okay, was habe ich denn an Objekten alles? Ich habe eine Eisenspickhacke. Ich habe Fähigkeiten. Ich habe einen Grill. Also die Fähigkeiten von den ganzen Waffen habe ich. 10 Kräuter und 3 Tränke. Okay. Kann ich die Kameraempfindlichkeit ein bisschen höher stellen irgendwo? Die dreht sich echt langsam. Okay, wenn ich in die Richtung gucke und ZL drücke, also hintere linke, dann gucke ich zumindest schneller in die Richtung. Okay, dann hoffe ich mal, dass Ranma mich gut beschützt, weil ich habe, glaube ich, nichts auf dem Kasten. Und Leute, ich kann die Monster nicht zähmen. Ich muss wirklich ein Ei finden, wenn ich ein Monster haben will. Und mein Ziel bei Monster Hunter Stories ist auf jeden Fall jedes Vieh mindestens einmal zu sammeln. Und natürlich die Hauptstory durchzuspielen. Das ist mein Ziel für dieses Projekt. Ein Monsterbau südlich Kamunawald. Okay, da hinten. So, wenn ich im Narange und Y drücke, kann ich auf das Vieh. Ich kann auch Y drücken, um es zu rufen. Warte, ich probiere das beides aus. Einen Moment. Komm hier. Ja, dann ist er direkt bei mir. Na dann, los geht's. Warte mal, welches Level hat meine Begleitung? Die ist Stufe 3. Kann man noch sprinten? Ja, ich würde gern mal gegen die Photonoffe kämpfen. Frag mich, warum ich jedes Vieh kenne. Ich habe über 10.000 Stunden Monster-Spielerfahrung. Und das ist jetzt das, was ich meinte. Es ist ein RPG. Ich werde mich nicht selbst bewegen, also es ist scheißegal, was für eine Waffe ich benutze. Ja, einer Photonoff. Sie sind tolle Trainingspartner, wenn man gerade erst anfängt. Okay, lass mal sehen, was du und Drama so können. Wenn der Kampf benutzt, dann einen Kraftangriff. Okay. Soll ich jetzt selber was drücken dabei? Wenn du ein Gegner gegenseitig anvisiert, kommt es zu einer Konfrontation. Kraft schlägt Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Kraft. Stimmt schon irgendwie so. Also auch in Real. Was bringt dir Kraft, wenn du den Gegner nicht triffst? Ja, es gibt 3 Arten von Angriffen. Muss ich jetzt selber was drücken? Nee, ich habe einfach nur Fresse bekommen. Ja, es ist ein Unentschieden deswegen auch gewesen. Die Kampflinie zeigt dir, wen das Monster mit dem nächsten Angriff anvisieren wird. Also ich kann daran bestimmen, wen er angreift. Und demnach könnte ich auch das Blocken anpassen. Ich werde das aber auch hier wahrscheinlich machen, wie bei jedem anderen RPG, dass wenn ich ein Monster bekämpfe und das schon mal bekämpft habe, also dass ich jetzt nichts Besonderes irgendwie macht, dass ich die Kämpfe dann überspringe oder rausschneide. Also es bringt ja euch nichts, wenn ich euch denselben Kampf nochmal zeige. Ich versuche es jetzt mal mit Technik. So sieht eine Niederlage aus. Der hat wahrscheinlich sowieso unbegrenzt Leben. Sieht man, was er nutzt? Ah, wenn man bei einer Konfrontation siegt, dann greift der Gegner nicht an. Ah, und wenn wir beide einen Typen Vorteil nutzen, machen wir einen Doppelangriff. Ah, meine Bindung steigt und wir hauen heftiger drauf. Was mache ich denn doppelt? Ach, wenn ich dasselbe aussuche wie er.
Let's go, wir machen das. Bam. Naja, den Trainingskampf, den kann man ja nur gewinnen, ne? Dann kriegen wir alle Erfahrung und wir werden hoffentlich ein bisschen leveln. Und wie bei jedem anderen Spiel wird der Kampf natürlich bewertet. Nur, hier hast du auch noch, du kriegst Sachen von den Viechern und dann kannst du dir eine Rüstung von denen herstellen. Wie bei Monster Hunter halt. Da hatte ich noch nie einen Afotonov-Schwanz. Also von einem Afotonov kriegst du normalerweise nur rohes Fleisch. Ja, das habe ich offenbar gut gemacht. Das führt zum Sieg. Wenn du wenig DP hast, benutze ein Kraut aus dem Objektbereich. Habe ich denn wenig Leben? Also ich soll ein Kraut... Ja, ich habe eingesteckt. Kraut auf mich. So, ich will mal gucken. Ah, okay, ich kann springen. Wahrscheinlich kann jedes Reittier auch was anderes. Oh, Honig. Wartet, ich muss Honig sammeln. Wenn hier schon so viel liegt. Honig ist wichtig. Genauso wie Erz. Betzstein. Frag mich, ob ich auch hier meine Waffe endlos immer wetzen muss. Okay, ich muss versuchen, mich auf mein Monster abzustimmen. Und natürlich auch auf das, was der Gegner vorhat. So, ich muss mir ein Ei schnappen. Monster im Weg, die bekämpft werden müssen, das macht mich glücklich. Das sind wahrscheinlich auch gefährlichere Monster. Attacke! Ich hoffe wirklich, dass ich den Spielstand übernehmen darf. Velocipraise. Ja, ich zeige dir jetzt, was ich drauf habe. Okay, meiner wegen Kraftangriff machen. Der hat mich auf... Die haben mich beide auf den Kick, aber wollte ich nur mich? Nehmen wir den da. Das war eine schlechte Idee. Autsch. Ich habe Schaden genommen, Zeit zum Heilen. Jetzt ist es an der Zeit, mich zu heilen mit dem Kraut. Künstlich macht ein Kraut, okay. Los, mein Veloci. Sind bei mir, glaube ich, sogar Velocidrome. Nee, doch nicht noch ein Kraft. Die machen doch wieder Technik. Nee, Kraft machen die doch. Wäre es doch besser, Technik zu machen, oder nicht? Bam! Nur mein Veloci rafft nicht. Hat den einen aber ausgeschaltet. So, nochmal. Jawohl. Oh, ich kann jetzt eine Fähigkeit entfesseln. Dafür muss ich Bindungsladung kreieren. Okay. Komm, Ladungstackle. Bam. Ja, das wusste er, glaube ich, wirklich nicht. Komm, Level up. Ja. So viele Schuppen. Es geht einfach schneller, wenn ich X drücke. Klasse, so langsam hast du den Dreh raus. Ich will mindestens ein Ei. Ich komme da nicht hoch. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, da hochzuklettern. Bin ich denn in der Lage zu klettern? Nein. Ich bin nicht gut genug zum Klettern. Dafür brauche ich wahrscheinlich irgendein anderes Vieh. Ja.
Jetzt muss ich da rüberspringen, ne? Ja, und da steht's auch nochmal. Die Aktion hängt vom Monster ab. Mein Monster, was ich jetzt habe, kann nur springen. Auf die Steinplatte und... Hopp! Velocidromes sind super im Springen. Ich lag richtig mit dem Drom. Ich muss auch gucken, ob da immer was zum Einsammeln ist. Oh, ich kann hier Kräuter pflücken. Noch mehr. Ein bisschen Blaupilz. Knochen zum Sammeln. Da war noch ein Pilz. Nee, Kraut. Ey, alles mitnehmen. Ich kann das noch alles gebrauchen. Ich würde aber wirklich, bevor ich das nächste Mal hier mache, irgendwie die Kameraempfindlichkeit umstellen, weil es dreht sich einfach so gut wie gar nicht. Boah, ich habe hinterher so viel Material. So, ich hätte gern ein Ei. Und wieder eine Sequenz. Da oben kriege ich wahrscheinlich mein Ei. Hold on. Something's here. Keep quiet and stay close, okay? Ich bin schon leise. Siehst du nicht? Ich bin ganz leise. Entschuldigung, wenn ich eure Ohren jetzt zerstört habe. Oh, ein cooler Jakku. Also die neuen Monster sind offenbar echt dabei. Obwohl, cooler Jakku gab es, glaube ich, auch schon vorher bei einem Teil. Ich weiß nur nicht mehr über welchem. Ich habe zu viele gespielt. Ein Ei! Meins! Wir müssen gerade den Cooler Chaco aufhalten. Die sind bekannte Eierdiebe. Achso, da ist eine Katze dran. Auf ihren Kopf. Kann sich ruhig zeigen, wir haben es eh gesehen. Hi. I thought I was a goner. I was taking a cat nap when all of a sudden I got attacked. What exactly are you? You look like a feline, but somehow different. Mein neuer bester Freund? With my wit beyond compare and unparalleled flair, you're absolutely right. I'm not like other felines, now that you mention it. I'm the legend, the feline hero. That's right, I'm Naviru! Hi, Naviru. Naviru? I've never heard of any feline hero. Look out! It's Cooler Jakku! Persistent Kulu, class B! Hey, buddy, you're a rider, right? Huh? How about you take care of this bumbling bird? No way. This kid's still a rookie. Don't worry. I'll be right here to lend a helping paw. Ich sag dir, mein neuer bester Freund. Well, looks like it's time to ride on. Ride. Da mitmachen? Ride on. Ich hab von Kana irgendwie gerade erwartet, dass sie davon genervt ist. Ist die Katze jetzt wirklich mit dem Kampf dabei oder ist sie nur zum Labern da? Ist die Navigation einfach mir? Wenn ich jetzt wüsste, womit der angreift, ne? Ich mache erstmal einen Doppelangriff. Technik! Ich muss mit Kraft drauf prügeln. Yep.
Okay. Muss hier auf Kraft gehen. Kane, muss ich dich ausbilden oder du mich? Kann ich eigentlich mit Kane zusammen Angriff machen? Ladungstechniken. Zack. Oh, sogar ein Crit. Oh, das hat gesessen. Kann ich noch einen machen? Ich kann einen aufgeladenen Hieb oder einen Ladungsschnitt machen. Okay. Aufgeladener Hieb. Steingriff. Kann man als Block sehen. Na los. Hat er überhaupt keinen Schaden gemacht. Ja, und das hat auch keinen Schaden gemacht. Ah, jetzt darf ich einen Hammer nutzen. Aha, wenn ich was brechen muss, Hammer. Mit X kann ich die Waffe wechseln. Warte, ich muss erst die Waffe wechseln. Achso, muss ich auch hier. Eisenhammer. Und jetzt? Na gut, dann halt nicht. Auf dem Fels! Bam! Den haben wir fertig. Warte, da war die Erklärung. Okay. Es gibt Gegner, bei denen ziehen Fernkampfwaffen mehr oder Gewehrlanze. Dann gibt es noch die stumpfen Waffen, die manchmal mehr ziehen. Und die scharfen Waffen. Und ich kann natürlich auch Teile brechen. So, geht der Stein auch kaputt? Ich kann mir das Körperteil nicht aussuchen. Da steht aber stets bei, was mehr Schaden macht. Das hat keinen Schaden gebracht. Bam. Ah, man kann die Viecher auch mitten im Kampf reiten. Obwohl, ich hatte auch schon die Möglichkeit. Darf's mir nicht aussuchen. Es ist mir nicht erlaubt. Der will den Stein werfen. Nein. Jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Oh, hat das Schaden gemacht. Darf ich jetzt endlich eine Fähigkeit nutzen? Weil ich eigenständig handeln darf, ne? Sind die Viecher so im Arsch. Irgendwie tut mir der Cooler gerade leid. Und ich weiß, dass die Aufnahme bisher 40 Minuten geht. 45, wenn man Bearbeitungszeit von dem Charakter berechnet. Ich darf nicht selber bestimmen. Tschüss. Bindungsbalken ist voll. Right on. Reiten. Reiting verbessert deine Verbindung, aber Vorsicht, du wirst abgeworfen, wenn du so oft eine Konfrontation verlierst. Ich
Ich denke mal, dass das richtig stark ist. Oh, wenn ich jetzt auch noch die richtige Fähigkeit mache, dann kann das heftig werden. Zerstör mich! This'll put you out of commission. Attacke! Marvel entfernt dich! Ja. Ich kann sagen, der ist doch bestimmt tot. Ich hoffe übrigens, dass ich meine Aufnahme in Zukunft hier zu kürzer halte. Ich liebe Monsanto, aber ich will keine Stunden Aufnahmen immer bearbeiten müssen. Da kann ich auch gleich streamen. Boy, was my heart thumping. But you did great, newbie. Looks like you've got your grandpa's skills. Natürlich bin ich begabt. This famous feline knows talent when he sees it. This is the start of something epic, I tell ya. From here on out, we're gonna be partners. And I'll do it all totally free of charge. Ja, genau den Blick hatte ich eigentlich gerade in Real. You really wanna thank me? I wouldn't say no to a couple of donuts. Ist schon was Donuts sind? Ich hoffe, du hast Hunger. You could just ask for something to eat if you're hungry. Ey, geil, Bo! Immer wenn die Katzen gemobbt. Oh, wenn die Katzen immer gemobbt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Demo noch geht. Ja, ich will das Ei noch ausbrüten. Wo mache ich das? Ey, im Ernst, wenn ich immer so lange brauche, dann mache ich einfach Streams hierzu. Sag dann dort, dass ich nicht mit dem Chat interagiere. Dann kann ich einfach auch direkt die Streams suchen. Nein, ich versuche in Zukunft die Folgen kürzer zu halten. Und wenn es eine ewig lange Sequenz gibt, dann seht ihr halt eine ewig lange Sequenz. Hm. Excellent. Ich will hier aus keinen Zweiteiler machen. And you're the one who found this egg? Yep, that's right. Guten Appetit. I can tell a good egg just by the smell. I see. Just as Kana said, you are an odd feline. And you clearly know quality when you see it. It's a very fine egg, I'd say. You're going to hatch a great little monster from it. Ich frag mich, wie lange sowas in der Regel dauert. I can't wait to find out. Go on, stand in front of it. Also die Eier werden ja wohl eine Zeit brauchen. Ja. Macht der jetzt einen Feuertanz? Der macht einen Tanz. What's he doing? It's the ceremonial dance of our people. We perform it to bring luck to a ship's voyage, or to pray that a strong and healthy monster will hatch from an egg. Whoa, possum moves! Bitte Katzen, mach mit. Ja, er macht mit. Das kriege ich. Ready? Now hold up your kinship stone. It will link your heart with your monstie and help it hatch. So, nachdem das Ei geschlüpft ist, ist hier aber auch wirklich mal Schluss. Believe in yourself.
You can do this. Ich glaube immer an mich selbst. Komm! Schlüpfe! Das kriege ich überhaupt. Bin gespannt. Cooler Jocko. Haben wir gerade die Mutter von dem Vieh umgebracht? Ups. Ich will den allen Namen geben. Oh, kann ich nicht. Dann heißt du Dieb. Weil das ist ja eigentlich bekannterweise ein Eierdieb. So, die müssen doch aber auch heranwachsen, oder nicht? Oh. It worked. It's a cool Yaku. Wir haben seine Mutter umgebracht. Wow. Nicely done. It's already accepted you as its rider. I'm so proud. If only your grandfather were here to see this. Könntest du bitte mein Gesicht in Ruhe lassen? Huh? What you doing, Ronmar? You want to stay with the rookie? Ich hab einen Freund. Seriously? And after everything I've done for you? Ronmar's just being honest with his feelings. Perhaps if you were gentler with him, maybe. Hm? Ich tritt dich gleich. Oh, that's so, Mr. Kiro. I ought to wash your mouth out with soap. Ich wusste es. Come now, Kana. There's no harm in it. All right, fine. After seeing how much you've bonded, I can't exactly object. Just take good care of Ronmar, okay? Ich brauche ja einen Kumpel. You and your monsties gotta work together to help each other grow. Got it? Der ist nice sogar kleiner als die Katze. Immer auf die armen Katzen. Das wurde letztens sogar bei einem Monster Hunter Video drunter geschrieben. Right. You've got Ronmar as a monstie now too. So, what should I have you do? Ah, what good timing. There's a new monster den on Rider Overlook. You'll go investigate for me, won't you? Ich werde ihn untersuchen, aber nicht mehr heute. That sure takes me back. Going there is a rite of passage for new riders. Your grandpa had me go there all by myself. Okay. I still hadn't gotten the hang of handling Ronmar. It was a real thrill. Yo, ich kann mittlerweile besser als du mit ihm umgehen. All riders have to strike out on their own someday. This is your chance to test yourself. No need to worry now. Don't you ich think, sorge mich nicht. Kana? Chief Gaara is right. You may still be a rookie, but I trust you to take this on alone. Oh, and you're gonna need Ronmar to get up there. That little ja, ohne Ronmar komme ich da nicht hoch. Up high. I'll help too. Just say the word, buddy. Okay, ja, mein neuer bester Freund. It's time for another lesson. Auf die Katzen nicht hören. The next essential for being a rider is combining. You can make lots of items to ja, just das weiß ich. Combine from the camp das ist nicht nur für Reiter wichtig. Together to create something new. Here, take this combo recipe and try making a potion. It shouldn't be too hard to find. You're gonna need to know about the ja, Kraut und so Blaupilz. Wenn ich einen Megatrank draus machen will, noch Honig hinzu. Die Frage ist, wie hoch die Kombinationsrate ist. Okay, bei den Stallungen kann ich meine Monster und Eier verwalten. Eier ausbrüten ist wichtig. Ich will aber jedes Monster einmal haben. Ich will jetzt nicht fünfmal dasselbe Vieh farmen. Dann kann ich sie so meiner Gruppe hinzufügen. Jetzt kann ich hier unter kombinieren mir Sachen basteln. Ich darf aber nicht eigenständig offenbar kombinieren. Und hier sind Wetzsteine einfach nur so, dass sie die Crit-Rate erhöhen.
Ja, dann will ich einmal kurz in meinem Haus. Oh, kann nicht das Vieh rufen, während ich in der Stadt bin, merke ich gerade. Ich will halt einmal speichern jetzt eben. Nein, mit dir rede ich jetzt nicht. Ich will hier rein. So, am Bett kann ich nämlich speichern. So. Naja, Leute, dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall jetzt für heute. Es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid, dass der Part so lang geworden ist. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was rausgeschnitten. Wenn nicht, tut es mir leid. Aber ich gelobe Besserung, dass die Parts nie wieder so lang werden, weil bei mir ist es wirklich eine Stunde Aufnahme bis jetzt gerade. Also ich habe definitiv bei dem Charakterstellung ein bisschen geschnitten, aber ansonsten, es tut mir leid. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao!